Wer den Thüringer Landtag live erleben möchte, kann dies während der Plenarsitzungen auf der Besuchertribüne tun. Das Plenum tagt in der Regel an 3 Tagen im Monat. Aber auch sonst gibt es zahlreiche Möglichkeiten, mit den Abgeordneten in den Austausch zu kommen. Im Landtag bieten Ausstellungen, parlamentarische Abende sowie Gedenk- und Festveranstaltungen die Möglichkeit zum Austausch zwischen Parlamentariern, Bürgern und Interessensgruppen. Unter dem Motto Landtag im Dialog gibt es auch abseits der Landeshauptstadt Erfurt Veranstaltungen des Thüringer Landtags. Das ist ein moderierter Dialog vor Ort. Da gehen die Abgeordneten vor Ort, um mit den Bürgern ins Gespräch zu kommen, zu ganz speziellen Themen. Innere Sicherheit, Windkraftanlagen, Pflege, all das, was zurzeit auf der politischen Agenda im Lande steht, um es ganz konkret mit den Bürgern zu beraten. Ausgezeichnete Bürger und Ehrenamtliche dürfen sich über ein besonderes Dankeschön in Form einer persönlichen Einladung des Landtagspräsidenten zum Bürgerempfang freuen. Ganz herzlichen Dank. Traditioneller Höhepunkt des Landtagsjahres ist der jährliche Tag der offenen Tür im Sommer. Einmal im Jahr öffnet der Landtag seine Türen für alle Menschen des Landes oder auch Gäste dieses Hauses, für Kontakte mit Abgeordneten. Die Fraktionen stellen sich vor, Organisationen des Landes stellen sich vor, die Behörden stellen sich vor, die Ministerien. Man kann den Plenarsaal besichtigen. Es gibt Foren mit den Fraktionsvorsitzenden zum Beispiel. Ja, und ich lade alle ganz herzlich ein zum nächsten Tag der offenen Tür hier in den Thüringer Landtag. Seien Sie unsere Gäste, erleben Sie Politik hautnah und Politiker hautnah.